Ihr schaut NLTV mit der Kingston Y-Drive externen Festplatte, würde ich jetzt schon mal sagen, aber das ist eigentlich nur ein Flash-Speicher drin mit 16 GB oder 32 GB. Ihr könnt drei Leute gleichzeitig auf das Teil zugreifen mit eurem iPad, iPod Touch oder iPhone 4, 3, 3GS glaube ich auch und eigentlich alles glaube ich ab dem iOS 4. Und hier könnt ihr auch sehen, über USB 2 wird es aufgeladen. Wir haben einen Akku integriert, das heißt, das Teil sollte ungefähr 5 Stunden dafür ausreichen, dass ihr Videos davon streamt. Und dann machen wir es gleich mal auf, denn hier ist eigentlich nichts Spannendes mehr zu sehen. Es kostet ungefähr 60 Euro mit 16 GB, also kein Schnäppchen, aber immer noch billiger, als wenn ihr 16 GB mehr in eurem iPhone gekauft hättet. Wir haben ein Manual, was wirklich sehr wichtig ist, ein Handbuch, denn ihr müsst die 7 Schritte wirklich gut befolgen, die hier am Anfang drinstehen, wie man sich mit dem Y-Drive verbindet. Es ist in mehreren Sprachen drin, darum ist das Ganze auch so lang. Und ja, dann haben wir die Y-Drive selber noch. Dazu kommen wir gleich. Und ein Mini-USB-Kabel. Natürlich zum Verbinden mit eurem Computer, damit ihr Daten draufladen könnt, Daten runterladen könnt und den Akku natürlich aufladet. Und dann haben wir natürlich die Y-Drive selber, die so ausschaut. Wir haben sie angelassen von vorhin noch, deswegen blinkt es hier schon ganz schön, aber anmachen müsst ihr sie an der Seite, deswegen leuchtet es grün. Ich denke mal, es wird rot leuchten, wenn der Akku gering wird. Das da müsste ein Reset-Loch sein, aber es wird nicht genauer beschrieben. Auf der Rückseite sind einfach wie immer komische Daten und Zahlen drauf und unten haben wir noch ein paar Gummifüßchen und das Ganze spiegelt hier drunter, deswegen lassen wir die Folie immer gerne mal drauf, weil ich will keine Fingertapper drauf haben auf dem Gerät und ihr könnt es auch gewinnen auf endlevel.com, gerade hier zu Weihnachten. Und ja, schauen wir uns das Gerät einfach mal an. Also es läuft, wie schon gesagt, es blinkt, weil wir verbunden sind mit dem iPhone gerade. Ihr müsst auf dem iPhone eine App runterladen, die kostenlos ist und so ausschaut. Also nicht das falsche runterladen, das gibt es nämlich auch ohne Bindestrich, aber am besten einfach das von Kingston nehmen. Das andere ist nämlich gar nicht von Kingston. Und bevor ihr diese aufruft, nachdem ihr sie runtergeladen habt über das Internet, müsst ihr darauf achten, dass ihr in den Einstellungen auf Wi-Fi geht und euch mit der Y-Drive verbindet oder je nachdem, wie ihr es genannt habt. Das ist ganz wichtig und wenn es verbunden ist, also oben wirklich die Striche angezeigt werden, dann ruft er erst die Y-Drive App auf und die schaut auf dem Startbildschirm so aus, wenn alles funktioniert hat. Wenn nicht, dann steht da, es wird gesucht oder ihr könnt lokal auf die interne Platte zugreifen, denn man kann theoretisch eigentlich auch Sachen runterladen oder es ist, denke ich mal, geplant, es war früher zumindest möglich zu streamen. Also, dass man etwas runterlädt, dann später anschaut und die Y-Drive ausmacht. Aber aktuell geht das mit der Version, ich sag's euch gleich, 1.0.1 gar nicht. Und wir gehen jetzt mal zuerst in die Konfiguration rein und ihr könnt erkennen, Firmware 1.0.0, also 1.0.0.0.2. Update gibt es gerade nicht. Wir können hier allerdings die Settings ändern, wie zum Beispiel den Namen, ob es jeder sehen kann und dann Security, ob wir ein Passwort wollen oder nicht, also dass nicht einfach so jeder auf unsere Bilder oder Videos oder ähnliches zugreifen kann. Über sein iOS-Gerät, Android und Computer, WLAN-Netzwerke werden zwar sehen, aber die können nicht connecten. Und wir können hier noch aus irgendwelchen Gründen zu, ich glaube, WLAN-Netzwerken uns verbinden. Aber nur welche, die auch den Namen angezeigt haben. Ich klicke jetzt mal hier irgendwo drauf. Ah ja, genau, also wir sehen können, man kann auch das Gerät in einen, also die Y-Drive in ein WLAN-Netzwerk sich anmelden lassen und dann hat man eventuell auch von noch mehr Geräten Zugriff, würde ich jetzt mal sagen. Das werden wir aber natürlich noch testen. So, jetzt gehe ich hier zurück und dann seht ihr auch schon, wir haben hier Unterkategorien unten, wo wir zum Beispiel Bilder anschauen können. Geht flott und man kann auch zoomen und alles. Also wir haben einen eigenen Player hier drin. Man kann die Bilder nicht runterladen. Und wir können sie uns auch als Thumbnails anzeigen lassen, wenn ich hier den Knopf treffe. Genau. Also das läuft auf jeden Fall schon mal wunderbar schnell und dann gehen wir hier unten auf Videos und dann haben wir hier oben auch schon ein paar Unterwasservideos, die wir mit einer Kodak gemacht haben und die sind nicht extra konvertiert. Ups, das wollt ihr natürlich nicht sehen. Und das wird gestreamt und auch dauert nicht lange, wie ihr sehen könnt, obwohl es 120p ist, 720p. Und ja, wirklich eine schöne Auflösung. Zoom oder ähnliches geht hier nicht. Cutten, runterladen leider auch nicht. Also ihr könnt es nicht runterladen zum Bearbeiten auf eure Y-Drive. Das geht leider gar nicht. Also, und die AVIs werden mittlerweile auch nicht mehr abgespielt. Früher konnte man es runterladen und dann mit einem O-Player zum Beispiel abspielen. Aber interessantes Feature ist natürlich Musik. Ihr könnt hier einfach Musik anfangen abzuspielen. Läuft natürlich auch ohne Lags, also als ob es hier drauf wäre. Dann geht ihr zurück. Musik spielt immer noch. Geht auf Fotos und dann könnt ihr einfach ein Fotoslideshow starten, indem ihr Play drückt. Und dann läuft die Musik im Hintergrund und die Fotos werden von alleine
durchgescrollt und leider gibt es dazu allerdings keine weiteren Einstellungen, also wie schnell die Fotos abgespielt werden sollen. Das wird auch gleich angehalten, sobald ihr ein Foto draufklickt. Löschen kann man anscheinend. Habe ich jetzt aus Versehen gemacht, aber dann würde mich noch wirklich interessieren. Also Videos kann man nicht mehr runterladen, aber vielleicht mit einer Software-Update. Das ist 1.0.1 hier drauf. Könnt ihr eventuell in Zukunft auch die Videos runterladen. Das war die Kingston Y-Drive. Vielen Dank fürs Zuschauen bei MyDevilTV. Mein Name ist Balasch Gahl und macht mit bei dem Adventskalender-Gewinnspiel. Da könnt ihr so ein 60-Euro-Gerät mit 16 GB nämlich gerade gewinnen.